liebe Jungfraugeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in die Sommermonate Juni, Juli, August und starten gleich wie gewohnt mit einer Grundüberschrift. Gehen nachher weiter mit den Zigeunerkarten in eure 5 Entwicklungsschritte. Zusätzlich holen wir das Crowley-Tarot dazu. Und zu guter Letzt gibt es eine kleine Persönlichkeitsanalyse, wie gewohnt aus dem Symbolon-Orakel. Wie immer, bitte spürt mit, die Rollen der Personenkarten können vertauscht sein und sehr gerne könnt ihr zusätzlich die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Für all jene, die sich für eine persönliche Legung bei mir interessieren, findet ihr alle Infos unterhalb des Videos in der Infobox und weitere Links für verschiedene Orakelkategorien. Und wie immer, vielen lieben Dank für eure Likes, Abos, lieben Kommentare. Die stärkste Farbe aus dem Horoskop-Orakel von Horst Krone für die Jungfrauen lautet ein helles Orange. Und hier haben wir einen Hinweis auf Egoismus in eurer Aura. Geht es hier um euer egoistisches Verhalten oder geht es um das einer Person in eurem Umfeld? Wir werden es nachher in den Details erfahren. Welches Ausmaß nimmt euer Egoismus über die Sommermonate an? Ist es ein gesunder Egoismus oder ist er verzerrt oder dürft ihr das Ego immer mehr hinter euch lassen? Wir werden es gleich erfahren. Weiter geht's mit einem Impuls aus meinem Orakeldeck. Die Urkraftkarten, hier haben wir den Drachen reiten. Ja? Liebe Jungfraugeborene, ihr werdet hier bestimmt Herausforderungen auf kühnste Art und Weise meistern mit dieser Karte. Ich bin gespannt, was die restlichen Karten verraten. Los geht's! Die 5 Entwicklungspulse für die Jungfrauen über die Sommermonate. Los geht's! Mit der Beständigkeit, mit der Hoffnung, mit dem Geistlichen, mit dem Geschenk und mit der Eifersucht. Ja? Also hier kann es sehr stark um euer Berufsleben gehen, grundsätzlich um das Thema der Beständigkeit. Fühle ich mich angekommen? Fühle ich mich in mir zu Hause in bestimmten Herausforderungen des Alltags? Das ist hier eine sehr wichtige Frage. Vielleicht geht es hier auch um partnerschaftliche Themen, wo ihr euch mehr Beständigkeit wünscht. Ihr hofft darauf, ihr hofft auf göttlichen Schutz. Ihr seid hier auch sehr göttlich geführt. Möglicherweise geht es hier auch um eure eigenen Talente in Sachen Berufung, und zwar spirituellen Beruf, liebe Jungfrauen. Ja? Hier ist die Eifersucht im Spiel, das heißt, entweder neidet euch jemand eure Talente oder ihr seid eifersüchtig auf jemanden oder etwas. Oder es geht grundsätzlich um Verstrickungen, die hier zugange sind. Das können auch Dreiecks- und Vierkonstellationen in Partnerschaften, Freundschaften, familiären Angelegenheiten sein, die hier das Feld etwas düster färben. Ansonsten würde ich sagen, geht es hier auch um eine Situation, die euch das Leben regelrecht schenkt, um zu wachsen. Ja? Das ist hier einer der essentiellsten Schritte für euch über die Sommermonate. Hier habt ihr vielleicht auch Kontakt zu einem Mentor oder einer Mentorin mit dem Geistlichen. Auch das kann hier sein. Und wie gesagt, eure Talente wollen sich hier entfalten. Es kann hier auch um konkret materielle Geschenke gehen, die euch über die Sommermonate zukommen. Ja? Ist hier absolut nicht ausgeschlossen. Weiter geht's mit dem Crowley-Tarot. Mehr Details für die bereits ausgelegten Karten. Was darf ich euch hier noch verraten? Was wollen wir uns hier noch gemeinsam anschauen? Los geht's. Okay, die erste Position, da haben wir den Kaiser. Verbunden mit der Beständigkeit. Hier kann es um einen Mann gehen, wo man sich eben mehr Beständigkeit in der Partnerschaft wünscht. Es kann um einen Chef am Arbeitsplatz gehen. Es kann aber auch um euer Handeln gehen, und zwar um eure Aktionen. Ja?
Sind eure Aktionen beständiger Natur? Sind eure Aktionen friedvoller Natur? Hier haben wir auch einen Hinweis auf möglicherweise Wiedergeborenes. Vielleicht seid ihr wieder Aszendent oder habt es hier mit Wiedergeborenen zu tun. Bei der Hoffnung zeigt sich hier die Prinzessin der Scheiben. Hier kann es möglicherweise um einen Kinderwunsch gehen, um Mutterschaftsthemen und ansonsten einfach nur darum, dass ihr etwas Neues in die Welt gebären möchtet, denn ihr seid ja hier guter Dinge und guter Hoffnung. Es kann hier aber auch zum Beispiel um eine Vater-Tochter-Konstellation gehen mit den zwei Karten. Die Prinzessin der Scheiben kann hier auch für Erdzeichengeborene stehen. Stier, Jungfrau, Steinbock, ihr seid ja Jungfrau-Geborene, kann um eine jüngere weibliche Person möglicherweise gehen. Ja? Dann haben wir das Rad des Schicksals mit dem Geistlichen gekoppelt. Also wie gesagt, hier geht es sehr stark um eine neue Richtung in eurem Leben über die Sommermonate und zwar Richtung Glück. Hier könnt ihr möglicherweise Kontakt mit Schützegeborenen haben oder seid vielleicht Schütze-Aszendent. Das wäre jetzt schon die zweite große Arkana hier in der Legung. Das heißt immer, dass wir imstande sind, große Schritte zu machen, wenn mehrere solcher Karten gebündelt vorkommen. Also das Leben führt euch hier in eine neue, glückliche Richtung. Dann haben wir beim Geschenk die Liebenden, die dritte große Arkana. Hier kann es um eine Liebeserfahrung gehen, die wie ein Geschenk auf euch wirkt, um eine glückliche Liebeserfahrung. Ansonsten geht es hier beruflicher Natur gesehen darum, dass man eben mit Menschen zusammenarbeitet, mit gleichgesinnten Menschen. Und nicht zu vergessen, von der Schattenenergie her gedeutet sind die Liebenden im Crowley-Tarot ein möglicher Hinweis auf Dreieckskonstellationen, wie wir mit der Eifersuchtskarte bereits im Raum stehen hatten. Ja? Ein weiterer Hinweis ist hier Zwillinge, Zwillinge-Aszendent oder Kontakt mit Zwillinge-Geborenen und wir haben die 5 der Scheiben zur letzten Karte gedeutet. Das wären hier Sorgen. Sorgen aus Eifersucht, Sorgen aus Unsicherheit, Sorgen wegen bestimmter Verstrickungen. Die Sorgen können hier materieller Natur sein, muss aber nicht. Ja? Also hier ist es sehr, sehr wichtig, Verstrickungen zu lösen, die euch Sorgen bereiten oder euer Verhalten in diesen Verstrickungen, noch besser gesagt, zu verändern. Ja? Dann ihr werdet hier den Drachen reifen. Große Herausforderung werdet ihr hier meistern. Das heißt für mich, Sorgen, bestimmte Sorgen überwinden. Wenn es in diesem Kreis, die hier zuschauen, Menschen gibt, die hier nur mal in einer Partnerschaft sind, aus finanziellen Gründen, dann bitte überdenkt dies, ob dies eurem Wesen entspricht, eurem wahren Wesen entspricht oder nicht. Liebe Jungfrauen, hier geht es jetzt weiter mit eurem blinden Fleck und dieser lautet Phönix aus der Asche. Das heißt, hier gilt es zuerst mal ein Muster eurerseits zu entlarven und zwar in der Tiefe zu entlarven, damit ihr dieses Muster wandeln könnt. Ihr habt hier nämlich etwas aus dem Auge verloren. Ja, ihr seid für etwas blind geworden. Auf eurem Weg haben wir das nächste plutonische Thema. Hier geht es um den Magier. Hier ist es wichtig, dass ihr euch nicht klein halten lasst, aber euch auch nicht klein macht. Oder dass ihr diejenigen seid, die andere manipulieren, um sie klein zu halten. Ja? Also hier kann es auch sehr viel um Manipulation gehen. Wenn es nicht dieses Thema betrifft, dann geht es hier um Vorstellungsblasen, wo man gefangen ist. Also diese Blase entspricht einem Traum und nicht der Realität und die gilt es zu platzen. Ja? Die wird platzen. Wohin führt denn das Ganze zu Moira?
Bei der Moira ist es sehr wichtig zu verstehen, dass ihr in einem bestimmten Lebensbereich zu hart und zu verbittert geworden seid. Hier ist es auch wichtig, euren Lebensfaden wieder aufzunehmen, sprich aus Verstrickungen entweder auszusteigen oder euer Verhalten in Verbindungen zu ändern, die nicht nährend für euch sind. Hier ist es auch eine wichtige Aufforderung, nicht ins Mitleid zu gehen und sich dadurch mit Menschen zu verbinden, sondern versucht, eine neue Seite zu pflegen, und die heißt Mitgefühl. Ja. Die Gefühle des anderen dürfen da sein, eure Gefühle dürfen da sein. Wenn sie nicht übereinstimmen, ist das auch gar kein Problem. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ja. Also miteinander fühlen ist etwas ganz anderes, als miteinander zu leiden. Vielleicht verfallt ihr hier oft, sei es beruflich oder auch in anderen Lebensbereichen, ins Helfersyndrom. Also das dürft ihr hier auf alle Fälle lernen zu heilen und zu wandeln. So, jetzt schließe ich ab. Danke für euer Dabeisein. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Treffen und verbleibe mit lieben Grüßen. Bye, bye.